Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Gamer mit Bauch, aka Sebastian Knorr, aka Batman66. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und diesmal habe ich für euch Art of Rally. Ist vor kurzem erst erschienen, genauer gesagt am 23.09. vor der Full Release. Und wie ihr sehen könnt, es handelt sich um ein Rallye-Spiel. Aber keins von den höher gegriffenen, wie zum Beispiel WRC9, sondern man hat die Rallye als Kunst aufgefasst, was ich persönlich ziemlich geil finde. Ich habe die ersten Bilder gesehen vor einigen Wochen und habe das Spiel gleich in die Wunschliste aufgenommen. Es freut mich sehr, dass wir es in unserem Test auf eprison.de demnächst vorstellen dürfen und ich euch hier jetzt mal schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Spiel liefern kann, speziell als Video oder als Untermalung für den kommenden Artikel. Ja, worum geht's? Rallye fahren natürlich und sehr begeistert war ich von dem Umfang des Spiels. Wir steigen mal gleich mal ein. Also ihr seht, man hat freie Fahrt, Zeitrennen, benutzerdefiniertes und Online-Event. Wir gehen mal auf freie Fahrt und gehen mal nach. Wir gehen mal einfach spontan nach Finnland. Nehmen Nacht und ihr seht, ich habe hier schon fleißig gesammelt. Es gibt auf jeder Karte Sammelobjekte. Ja, was halt in der freien Fahrt halt so möglich ist. Hier sehen wir jetzt, oder ihr seht jetzt bereits, Fahrzeugname ist ja, sind halt alle verfremdet, aber man erkennt die Autos allein schon von ihrer Form her. Was ich total cool finde. Es gibt eine riesen Palette an Rallye-Fahrzeugen in diesem Spiel. Das glaubt mich kein Mensch. Das ist echt genial. Wir haben hier auf den alten Ford Escort. Wir haben hier einen Mini. Wir haben hier einen Alpine. Renault Alpine. Dann haben wir hier einen BMW 2002er. Porsche 911. Natürlich alle verfremdet. Dann geht es weiter in die Gruppe 3. Da haben wir dann halt hier zum Beispiel Lancia noch. Lancia Strato. Porsche in der Safari Edition. Das geht dann hoch auf Gruppe 4. Da haben wir hier einen Fiat, ist das? Ein BMW, ein Volvo natürlich. BMW M1 und der Ford Escort. Ich glaube, eine spätere Variante ist das und ein Toyota. Gruppe B sollte jeden ein Begriff sein. Die monstermäßigen oder die PS-Monster aus den 70er, 80er. Ja, und teilweise noch 90er Jahren. Peugeot, braucht man nicht sagen. Der Audi Quattro. Und der größere Audi Quattro. Ich glaube, das ist der S1. Und der da vorne, weiß ich jetzt nicht, welche Typnummer der hatte. Aber das ist der von Walter Röhrl. Als bestes Beispiel. Als bester deutscher Rallye-Fahrer. Als Rallye-Legende sozusagen. Noch ein Lancia. Dann haben wir hier noch Ford. Noch ein Ford. Das geht hier eigentlich jetzt ganz weit. Das ist übrigens der größte Kracher überhaupt. Einen schönen Van. Dann gibt es halt die Gruppe S, die hat die deutlich höchsten PS-Zahlen. Man sieht es am Motor. Die gehen schon wirklich in die Prototypen-Nische rein. Wobei eigentlich der Opel hier da nicht so direkt reingehört. Aber gut. Vielleicht hat man den auch hochgezogen. Dann gibt es halt die Gruppe A. Da kommen dann halt schon ein bisschen modernere zum Einsatz, wie hier der Subaru, Toyota Corolla, dann haben Mitsubishi Evo 7? Oh Gott. Ford, Escort. Und dann kommen noch ein paar Special, hier haben wir zum Beispiel Kleinbusse. Auch ganz nett, dreirädige Fahrzeuge, Trucks und Holztransporter. Ihr seht aber, die meisten Fahrzeuge müssen noch freigeschaltet werden. Das Besondere an diesem Spiel ist, wenn man die Karriere spielt, man spielt von Anfang an. Das heißt also, man fängt und doppelt in den 60er, 70er Jahren fängt man an und man muss sich hochfahren und schaltet so nach und nach die ganzen Fahrzeuge frei. Einige kann man aber auch in der freien Spielfeld finden. Wir schnappen uns jetzt mal einfach Gruppe B-Fahrzeug und dann nehmen meinen absoluten Favoriten. Bei Nacht in Finnland. Und ich zeige euch in diesem Video noch ein paar kleine nette Features. Setups am Fahrzeug gibt es nicht. Also die Fahrzeuge unterscheiden sich schon ziemlich extrem von ihren
von ihrem Fahrverhalten. Also von ihren Fahreigenschaften selber. Man kann nichts einstellen. So. So, wir können hier mal gucken. Das Spiel verfügt über... über 8 verschiedene Kameraperspektiven. Meine hat man sogar übernommen. Normalerweise startet man mit dieser hier. Das ist so eine Art aus der Luft. Stehe ich aber nicht so ganz drauf mittlerweile. Ich spiele mal wieder gerne aus dieser Position. Dann gibt es halt diesen Fotomodus. Den kann man auch im Replay einsetzen. Für alle, die halt daraus tatsächlich ein bisschen Kunst machen wollen. Es gibt verschiedene Funktionen. Sogar noch besser ist Fotoeffekte. Tiefenschärfe können dazu geschaltet werden mit entsprechenden Einstellungen und alles. Also ziemlich viel. Ich muss ehrlich sagen, es wird für das Geld, was man bei dem Spiel hier für das Spiel ausgibt, extrem viel geboten. Muss ich ehrlich zugeben. Also, ich heiz jetzt mal eine kleine Runde. Ich finde auch diese Hilfseffekte oder ja doch Hilfseffekte relativ cool, dass zum Beispiel bei Bäumen dann halt so ein Sichtkreis um das Auto gemacht wird, sodass man das Auto immer noch sieht. Was bei dem Spiel schon ein bisschen schwieriger ist, ist halt die Einschätzung von Puppen. Ups. Gucken kann man schlecht einschätzen. Gerade wenn sie so eine Kurvenkuppe ist. Da kann es natürlich sein, dass bei Autos mit einem schwierigen Schwerpunkt das Fahrzeug zur Seite kippt. Schadensmodell gibt es nicht. Schäden können sich allerdings aufs Fahrzeug auswirken. Und das Auto kann schmutzig werden. Also. Zwischen den Rallyes oder zwischen den Etappen oder Wertungsprüfungen gibt es keine Möglichkeit, soweit ich jetzt gesehen hatte, keine Option. Ich springe mal hier mit Absicht und so weiter. Um das mal zu zeigen. Ist halt ein bisschen wie mit Matchbox-Auto fahren. Gibt es keine Möglichkeit, sein Fahrzeug zu reparieren oder so. Aber ich glaube, beim nächsten Einsatz ist das Auto wieder relativ heile. Schwein gehabt. Was hier übrigens so einfach aussieht, ist eigentlich gar nicht so einfach. Bei schwächeren Rallye-Autos merkt man teilweise, dass man, wenn man halt über den Grünstreifen fährt, dass das Auto stark abgebremst wird. Das fällt hier nicht so ins Gewicht bei den PS-Monstern. Untergründe spürt man auch ziemlich gut. Also es gibt da wirklich sehr gutes Feedback vom Untergrund. Nass, Asphalt, Schotter, Sand, das merkt man in allen Lagen. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel Sand, wenn er jetzt wieder in Gang kommt. Und schon ist er rutschiger. Es gibt übrigens auch noch ein paar Hilfen für jene, die halt bei solchen Spielen Schwierigkeiten haben. Gegenlenkhilfe und so. Da gibt es einige Hilfen, die zugeschaltet werden können. So, ist weit rausgekommen. Okay, ich denke mal, das soll es soweit gewesen sein von dem Punkt aus. Wir machen jetzt nochmal zwei kleine Zeitrennen. Finnland. Ja, aber Finnland. Finnland ist immer gut. Hier haben wir übrigens schon die Zeiten der Fahrer. Weiß nicht, habe ich hier schon mal Zeiten?
Also, Wetter macht hier wohl keinen Unterschied. Ich stehe auf Rangliste 69 mit meiner Zeit von 1,30. In der Gruppe B-Fahrzeug auf der Karte. Gut, dann, man sieht dann auch, was für einen Ort die genommen haben. Ich probiere es nochmal. Gruppe B. Wer ist denn eigentlich Hammer 3? Ah, okay. Ja gut, Hammer 3 muss man natürlich schon im Karrieremodus noch ein bisschen weiter sein. Ich nehme einfach den klassischen Audi. Und werden wir gucken, ob wir meine Highscore meine Bestzeit nochmal knacken können. Gut. Ich mach mal die Musik mal freundlicherweise mal aus. So. Da wird man mich wahrscheinlich auch gleich noch besser hören. Und ich mag den Motorsound eher mehr. Das war schon mal ganz blöd eingeloggt. Platz da. Weg da. Hier bin ich mit dem Peugeot schon zweimal abgeflogen. Man muss tatsächlich echt... Ja, da pendelt er sich ein bisschen auf. Auch eine sehr fiese Ecke. Danach muss man sofort in die Eisen gehen, sonst landet man im Wald. Das ist ein offizieller Sprung. Das ist hier so eine der Kuppen, die ich meine. Da federt das Auto von der rechten Seite ein bisschen raus. Und Fahrzeuge mit einem anderen Schwerpunkt könnten da natürlich dann gleich auf dem Dach liegen. Ah, nicht verbessert. Unglaublich. Oder doch? 69 war. Bestzeit. Ne, ist dieselbe Zeit. Okay. Na, einmal probieren wir es nochmal. Dann könnt ihr nochmal die. Noch ein bisschen. Genießen. So. Als Kind habe ich so eine Art von Rennspiele auch tierisch gemocht. Das ist Sau. Damals gab es aber noch diese Klackergeräte, das war kein PC, sondern das war ein Gerät mit einer Rolle. Das hat dann immer geklackert und du konntest dann lenken halt. Es lief eigentlich auf einer Rolle und du hast halt mit dem Lenkrad hast du nur so ein Overlay hin und her bewegt, aber ich konnte mich stundenlang damit beschäftigen. Das war total geil. Das hier ist ja schon ein richtiger Luxus. Abbremsen, die Kuppe nicht vollnehmen. Habt ihr gesehen, vorne geht er dann hoch. Ja, geil. Das war nicht geil. Das war ein bisschen übertrieben. Toll. Damit werde ich die Zeit jetzt garantiert nicht mehr knacken. Ah. Wenn dann mit Stil, ne? Wir schauen uns noch kurz die Wiederholung an, um mal ein paar Impressionen zu liefern. Dafür, dass die Grafik eigentlich relativ einfach ist, macht es übelst viel Spaß, das zuzusehen, beziehungsweise auch zu fahren. Aber ich glaube, ich habe gerade einen Bug entdeckt. Deswegen quietschen die Reifen auch so vorne, oder die Bremse.
Oder ich habe einen Defekt am Auto, weil ich abgeflogen bin. Das kann natürlich auch sein. Der war auch gut, sogar geil abgefangen. Und die nächste Kuppe, da habe ich es übertrieben und zu spät eingelenkt, beziehungsweise ich habe in der Luft den Grip verloren, weil die Vorderachse ein bisschen abgehoben war. Kurz vor Schluss können wir jetzt mal gucken, was für Kameraperspektiven es noch gibt. Oh, die ist auch schön. Wie alle stehen. Ja, sehr schön. Ja, das waren nicht meine besten Runden, aber gut. Ja, ich denke mal, ihr habt jetzt gerade einen schönen kleinen Einblick von Art of Rally bekommen. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht von dem Spiel und ziemlich begeistert. Und das wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Let's Play von mir sein zu diesem Spiel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, schaltet bei der nächsten Folge wieder rein, denn dann geht's um die Karriere. Wir spielen vom Anfang des Rallye-Sports bis zur Neuzeit. Je nachdem, wie das Feedback ist, natürlich werde ich mich auch dementsprechend mit neuen Content eindecken und euch präsentieren. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen super Tag und bleibt gesund. Beste Grüße. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.